Hallo, das ist jetzt der fünfte Teil der LWJJL-Serie auf Text100T und ich werde euch heute zeigen, wie man Input gestaltet, also zum Beispiel jetzt machen kann, dass wenn man die Maustaste drückt, was passiert oder dass wenn man auf der Tastatur was drückt, dass was passiert. Und dazu werde ich jetzt als allererstes mal ein Basic Squat machen und das mache ich wie immer mit glbegin. GL Quads, GL End und setzen wir erstmal zwei Variablen mit x und y ist gleich 100 und werde dazu die im Quad verwenden mit GL Vertex to F XY GL Vertex to F X plus 100, y plus 100, gl vertex to f, x plus 100. Okay, das ist falsch. X, y plus 100. Und ich habe wieder mal vergessen, wie man Java programmiert. So, jetzt haben wir hier auf dem Display ein normales Quad, das 100x100 groß ist und wir wollen es jetzt mit den Pfeiltasten bewegen. Also mit links, rechts, rauf und runter. Immer um einen Schritt jeweils. Dazu werden wir hier nach dem Quad einen Input gestalten und dazu liefert LWJJL ein paar nette Methoden. Außerdem noch eine Klasse, also eine externe Bibliothek, die nennt sich JInput, aber die werde ich nicht benutzen, die ist etwas komplizierter. Werde ich später mal ein Tutorial dazu gestalten. Und wir fangen an mit einer if-Abfrage, nämlich if keyboard dort is key down keyboard.key unterstrich down Y plus plus. Wenn ich jetzt die Taste nach unten drücke, geht das ziemlich schnell. Also werde ich das als Float machen. Und plus gleich 0.01f. Okay, das ist jetzt etwas langsam. Dann mache ich es halt so. Und das ist schon besser. Jetzt kann ich aber nur nach unten drücken und sonst keine Taste. Und deswegen werde ich das jetzt mit den restlichen auch noch machen. Key unterstrich ab. Y minus gleich. Und jetzt ist es gerade etwas gehängt. Also Key unterstrich right. Und left x minus gleich, nein plus gleich und x minus gleich. Wenn wir das jetzt ausführen, können wir in alle Richtungen steuern. Und wir haben ein Quad, das sich bewegen kann über den Bildschirm mit den Pfeiltasten. Um das Quad mit der Maus bewegen zu können, müssen wir zuerst mal herausfinden, ob die Maustaste gedrückt wurde. Dazu machen wir if mouse.isButtonDown 0, das ist die linke Maustaste. Und danach müssen wir überprüfen, ob die Maustaste, also ob der Mauscursor sich in diesem Quadrat befindet. Dazu machen wir if mouse.getX größer x and mouse.getX kleiner x plus 100, das ist nämlich die Größe, und da muss man jetzt beachten, dass die getY-Methode von der Mausklasse immer vom unteren Rand des Bildschirms ausgeht. Also wenn ich jetzt ganz oben drücken würde, würde er 600 ausgeben, weil der Bildschirm 600 groß ist.
Und deswegen muss ich machen 600 minus maus.get y, um das zu invertieren. Größer y und 600 minus maus.get y kleiner y plus 100. Und dann habe ich, kann ich zum Beispiel jetzt überprüfen, ob ich drinnen bin, indem ich ausgebe drinnen, sobald diese Kondition erfüllt ist. Jetzt im Moment bin ich drinnen, da gibt es aus und heraus nicht. Also nur wenn ich drinnen bin. Um jetzt die x und y Variable zu verändern, mache ich einfach x plus ist gleich maus.getdx. Das ist eine ganz tolle Methode, die ruft nämlich ab, wie viel sich die Maus, der Mauscursor seit dem letzten Mal bewegt hat. Also kann man hier das so machen, dass es recht gut hin und her geht. Und y minus gleich, da muss man jetzt das Minus beachten, maus.getdy. So kann man jetzt dieses Quad mit den Maustasten bewegen, mit der Maus. Das geht hier nur ein wenig unflüssig, weil gerade die Aufnahme läuft und das verlangsamt sogar meinen PC schon sehr. Und ich kann jetzt eben hier dieses Quadrat bewegen auf dem Bildschirm. Könnte man zum Beispiel machen, dass man einen Item Selection Screen hat und die Items dann irgendwo hinziehen kann. Ja, und das war's für heute eigentlich schon wieder. Tschüss.